vielen meiner Projekte stoße ich immer auf das gleiche Problem. Ich habe ein altes Gerät, zum Beispiel ein Notebook oder einen alten PC und möchte ihn gerne aufrüsten, verändern und für die Gegenwart tauglich machen. Das Problem, auf was ich dabei stoße, ist, dass das BIOS-Passwort gesetzt ist und damit viele Einstellungen nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel die Bootreihenfolge zu verändern. Wie man das BIOS-Passwort umgeht, zeige ich in diesem Video. Die erste Methode ist allgemein und kann mit jedem Gerät versucht werden. Die zweite Methode hingegen bezieht sich nur auf Geräte der Firma Dell. Im Internet gibt es zahlreiche Listen mit Standard-BIOS-Passwörtern, die man hier alle ausprobieren kann. Möglicherweise ist das BIOS einfach nur dadurch geschützt. Wenn aber alles nichts hilft, gibt es auch noch ein Workaround, ein kleines Programm, das man nutzen kann, um das BIOS-Passwort herauszusuchen. Dazu muss man sich die Systemnummer unten merken, um sie später einzugeben. Sobald ihr euch die Nummer notiert oder gemerkt habt, könnt ihr auf einen anderen Rechner wechseln. Dieser Rechner muss Exe-Dateien öffnen können. Der Dell Password Generator ist auf vielen Internetseiten zu finden. Sucht euch einfach eine aus, die euch selbst passt, achtet darauf, dass es eine sichere Seite ist und dann könnt ihr das Programm runterladen, dort eure Nummer eintragen und erhaltet dann das Passwort. Wichtig ist, dass ihr die Systemnummer eintragt vom BIOS und nicht die Modellbezeichnung, wie es in einigen Beschreibungen steht. Und dann kriegt ihr auch das passende Passwort. Mit diesem Passwort müsstet ihr euer System jetzt eigentlich knacken können. Sobald ihr das BIOS-Passwort los seid, könnt ihr nun alle Einstellungen vornehmen, die euch gerade wichtig sind.